Guten Tag, Sie befinden sich auf der Seite Eigenbedarfskündigungen für Vermieter. Und wir beschäftigen uns jetzt mit der sehr wesentlichen Frage, ob die Eigenbedarfskündigung unter Umständen durch den Mietvertrag ausgeschlossen ist. Das ist relativ selten der Fall. Allerdings, wenn es der Fall ist, dann braucht man sich mit den ganzen Resten nämlich gar nicht befassen. Dann hat man ähnlich wie wenn, dann, wenn eine Sperrfrist gilt, als Vermieter schlechte Karten. Da gab es auch in der letzten Zeit einige Urteile zu, die das auch noch einmal bestätigt haben. Wenn wir jetzt prüfen wollen, ob die Eigenbedarfskündigung möglicherweise erschwert oder sogar ausgeschlossen ist, brauchen wir als erstes den Mietvertrag. Wenn Sie die Wohnung noch gar nicht erworben haben, müssen Sie unbedingt vorher sich den Mietvertrag besorgen und den genau prüfen. Ansonsten, wenn Sie Eigentümer der Wohnung sind, dann haben Sie ja den Mietvertrag und dann gucken Sie sich den ganz genau von vorne bis hinten an. Regelungen zur Begrenzung der ordentlichen Kündigung. Also die Eigenbedarfskündigung ist eine ordentliche Kündigung. Das heißt, wenn es da irgendwo an irgendeiner Stelle um ordentliche Kündigung geht, dann meint das auch die Eigenbedarfskündigung. Wenn die Eigenbedarfskündigung, was auch ab und zu passiert, direkt angesprochen ist, dann gilt natürlich auch das dort. Sie gucken insbesondere bei den Kündigungsfristen relativ am Anfang des Mietvertrages. Und Sie gucken besonders am Ende bei besondere Vereinbarungen. Da sind immer diese Leerfelder oder manchmal hat man auch Anlagen zum Mietvertrag. Das sind diese ganz verhängnisvollen Orte, wo Sie selbst oder frühere Vermieter dann Regelungen treffen, die Ihnen später schwer auf die Füße fallen. Sie suchen nach Kündigungsbeschränkungen, Sie suchen nach Beschränkungen für die ordentliche Kündigung, nach Ausschluss einer ordentlichen Kündigung, nach Ausschluss einer Eigenbedarfskündigung. Sie suchen danach, ob die generell ausgeschlossen sind oder nur unter besonderen Voraussetzungen zulässig sind oder ob sie vielleicht für einen bestimmten Zeitraum ausgeschlossen sind. Da finden Sie dann unter Umständen, also wenn Sie etwas finden, dann finden Sie irgendwelche Formulierungen, die sich die damaligen Parteien ausgedacht haben. Und Sie müssen immer als Vermieter beachten, wenn es da Zweifel gibt, es sind, egal ob das handschriftlich da steht, es sind in der Regel allgemeine Geschäftsbedingungen. Sie sind immer der als Vermieter, der die gestellt hat. Auch wenn es ein Vorvermieter war, das geht alles zu Ihren Lasten. Alle Unklarheiten bei der Auslegung solcher Klauseln gehen zu Ihren Lasten. Das heißt, sind zwei Auslegungen möglich. Zum einen eine für Sie günstige, zum anderen eine für den Mieter günstige. Dann gilt in der Regel die für den Mieter günstige. Und die Rechtsprechung nimmt diese Klauseln ernst und es ist ohnehin so, dass ja die Eigenbedarfskündigung gar nicht so ganz leicht durchzusetzen ist. Und wenn sie jetzt noch zusätzlich erschwert wird durch irgendwelche Formulierungen, dass zum Beispiel der Vermieter darf Eigenbedarf nur in besonders gravierenden Fällen geltend machen, dann sagt die Rechtsprechung, das müssen Fälle sein, die in ihrer Schwere deutlich über das, was im Gesetz geregelt ist, hinausgehen. Ja, welche Fälle sind das dann? Ja, also das ist dann vielleicht so ein Fall von akuter Wohnungsnot für den Vermieter. Da wird vielleicht dann nicht reichen, dass der Vermieter einfach nur noch statt auf 120 auf 180 Quadratmeter wohnen will. Das bedeutet also, bevor Sie hier überhaupt loslegen mit der Eigenbedarfskündigung, prüfen Sie ganz genau Zeile für Zeile den Mietvertrag. Wenn Sie auf problematische Passagen stoßen, dann recherchieren Sie genau, ob die möglicherweise Ihre Eigenbedarfskündigung ausschließen oder zumindest erheblich erschweren. Dankeschön.